Dokumentarfilm, mit sehr kämpferischen Dokumentarfilmen. Er ist einer der israelischen Friedensaktivisten. Man kann das auch mal sagen, seine Mutter ist eine wirkliche Legende in Israel als langjährige Kämpferin für Frieden, für Versöhnung. Er selbst hat sehr provokative Dokumentarfilme immer gemacht, jetzt einen Spielfilm. Und ich freue mich sehr, dass er wieder da ist. Er hat schon gesagt, wir sind für ihn auch so etwas wie so die Maskottchen. Also es gehört für ihn immer dazu bei der Berlinale, dass er auch vorbeikommt. Bitte begrüßen Sie den Regisseur von Junction 4848 aus Israel. Herzlich willkommen, Udi Aloni. Good to have you here again. Hi. Thank you so much. I just want to say it's my fifth time here, and this is my talisman. Whenever I know I'm here, I know I did something good in my life. So thank you. Also das fünfte Mal ist es sogar schon, sagt er, dass er jetzt hier ist. Und wir kennen eigentlich den Helden seines Films durchaus schon, weil über ihn hat er schon mal einen Dokumentarfilm gemacht. Und da war er auch schon mal hier, ein Rapper, ein arabischer Rapper mit einem israelischen Pass, der in Israel lebt und da Musik macht. Und jetzt eben der Held ist dieses Films, Tamer Naffa. Good to see you again. Hi, welcome. Thanks for having me. Und dieser Film ist eben ein ausgewachsener Spielfilm, erzählt was von der Neighborhood, von den Leuten, die da leben, von den arabischen Musikern, sehr kreative Leute. Und da gibt es auch eine ganz wunderbare Hauptdarstellerin. We are very happy that you are here the first time. So, but you heard, it's the first time and again, you come back always. Very good to have you here. Samar Kupti. Hi, Samar. Hi, nice to meet you. Hi. Amazing young actress in that movie. But first of all, Udi, you should explain. I remember that documentary very well, and I liked it a lot to learn a lot about Arabic speaking and rapping people, hip-hop. But now a feature film about these people. Why, after the documentary? It's a really big hip-hop fiction film. And I just want to say, because I understood a bit what you said in German, this is a Israeli-German-USA production, because unfortunately we cannot call it a Palestinian production. But it's really, this is the first Palestinian hip-hop rapper. And he was in three of my previous films, and he's genius. And Samar is join us, and she's amazing. And we thought, I mean, this is like a joke. A Muslim, a Christian, and a Jew came to a bar. That's what you see here. But in hip hop, when you say a line, they call it a bar. Okay. But we felt, Tamer and me, for 12 years, we tried to create a binational language of togetherness in a place that, you know, among the Israeli fundamentalism and the Muslim fundamentalism, when Israel became fascist and the ISIS became fascist, we wanted to show that we can create something that high quality is resistant. Mm-hmm. So we joined together to give you the best feature we can do. And you want to translate? Yes, a bit. Thank you. Also erstmal sagt er, wir betonen, das ist also eine israelisch-deutsch-amerikanische Koproduktion. Leider kann er sie nicht palästinensisch nennen, das ist so nicht möglich. Aber für ihn ist es ein palästinensischer Film. Der erste Film eben über die palästinensische Hip-Hop-Szene. Und er hat ja mit Tamer schon dreimal gearbeitet in Filmen. Er findet ihn genial einfach. Und er sagt, er musste jetzt diesen Film mal machen, der ja eben auch, das sagt er so schön wie so ein Witz, fängt an, also eine Christin, ein Araber und ein Jude sind zusammen in einer Bar. Und hat Tamer nochmal ergänzt, also die Verse nennt man Bar beim Hip-Hop. Also deshalb passt dieses Bild jetzt eben auch sehr, sehr gut. Und er sagt, es war wirklich sein großer Wunsch, hier etwas zu schaffen, das eben auch zeigt, es ist möglich, wenn also alles radikaler wird, faschistischer geradezu, so hat er ja die Situation beschrieben, dann eben einen solchen Film zu machen, der eben dann auch Hoffnung zeigt. Und ich wüsste gern von euch, eben als Darsteller, was euch dieser Film bedeutet. Sein jüdischer Regisseur, der euch eure Geschichte erzählt. So I would really like to know from you, what was it for you like to have a Jewish Israeli director who is telling your story? It's your story, it's your life that we see there. Well, it wasn't a Jewish Israeli director telling our story. We were telling the story of us together, and we felt like Udi was, he knew what we're going through, he knew our life, he knew the things from a very close up, and he doesn't look at it from above. He looks at it at the same eye level, which is, I think, one of the best things about the movie, that we look at the things from the same eye level, and we want to face these things because we know we can. So that's, I think, that's great. Also ich habe gefragt, wie war es denn für Sie mit einem jüdischen Regisseur, der Ihre Geschichte erzählt? Nicht, dass er ist ja der die Geschichte eben uns präsentiert. Dann sagt sie, das Gefühl hatte sie niemals. Sie hat nie darüber nachgedacht, dass es ein israelisch-jüdischer Regisseur ist, weil sie also auf Augenhöhe waren. Nicht? Also sie haben gemeinsam diese Geschichte erzählt und hatten nie das Gefühl, dass da jemand sie sozusagen beherrscht, von oben herab sich die Geschichte ansieht. Diesen Eindruck hatte er niemals. Und Tamer kennt ihn ja schon, we already know him, but this was the first time that you do a feature movie, I think, together. He played a short role in Forgiveness as well. Yeah.
a very cool one. I played 50 minutes and he edited me out. He just kept me for like 12 seconds. Also es gab schon mal einen Film, da hat er 15 Minuten gespielt, aber er ist bloß 12 Sekunden drin geblieben. But this time you are really one of the main characters. So this how was it for you? This time everything is yes, you are the star. Yes. Yes, but I would like to talk about Junction 48 next year. I want to talk about how he edited me out. yes, it's different. It's what was this? What was the question even? How was it to act in a movie, to play a character? Oh, it's an amazing voyage. It's a very rich, full voyage. It's very deep. It's very psychological, more than I knew. It's this dude managed to. I mean, I must say that at the beginning, because me and Oren Moverman were the writers at the beginning, and I told him that Udi, after 5 days, if you want to find a different actor, then okay. I can understand. I've never acted. Yeah, yeah. And he cutted me, you know, remember, you remember? So, and he was like, yeah, shaking his hands, because, you know, genius director sees things that we don't. And during the movie, it's just a breakdown. The things that he went through just to make me fight my own demons, it just made it joyful and richful and made you look at things. Even when I go home and it's time to put the kids to sleep, it's time to write a new song, you just look at it differently. Also ich habe ihn gefragt, wie die Erfahrung war, jetzt immer auch zu spielen, nachdem er beim vorigen Film, wie wir gehört haben, rausgeschnitten wurde, wirklich zusammengeschnitten wurde. Passiert manchmal. Und Martina, man spielt eine große, schöne Rolle und dann wird es immer weniger im Schnitt, man hat keinen Einfluss mehr. Ne? Martina weiß, wovon ich rede. In dem Fall, she's a very famous actress and she understood what you said about being cutting out from a movie or very short. Yeah. Also, er hat aber betont, in dem Fall war es wirklich etwas anders. Am Anfang war er auch nervös und dachte, das wird nichts, irgendwie eine große Herausforderung, hat noch nie gespielt und hat auch gesagt, lass es in dem anderen. Aber ein genialer Regisseur entdeckt eben Dinge in dem anderen, die man selbst von sich nicht weiß. Und irgendwann hat er seine eigenen Dämonen gebändigt, hat die überhaupt erstmal entdeckt und hat dann ihn gespielt. Es wurde immer leichter und er kam abends nach Hause ganz normal, die Kinder ins Bett gebracht und irgendwie war es dann so ein Job. You are both amazing musicians, by the way. So are you known for being a musician also in Israel? I must say, yeah, but I must say that she sings melodies and she sings, yes, and she took only one class for 1 hour. Really? For the movie? Only one class. I insist that she will sing, and now everyone adore her, because yes. She even she wanted to put a dubbing of a famous. Yeah. We wanted to put Celine Dion. At the beginning, I also thought I didn't have any confidence in myself in singing. I never done that before. But you're a musician. But they in have to know. Yeah, but then I took, you know, one lesson, and more than everything, I really wanted that to happen, because I was already, you know, into the movie, into the character, and I couldn't, you know, accept the idea that I will, you know, hear someone else doing the song for me, and then... Let me translate in Danica. Also, ich habe nochmal gefragt, weil es mich sehr fasziniert. Ich dachte, Summer ist vielleicht eine sehr bekannte Musikerin. Ist sie aber, sie ist schon Musikerin, aber sie hat eben hier gesungen, nachdem sie eine Stunde genommen hat, also einmal Unterricht genommen hat. Ansonsten kannst du dir das gar nicht sagen. Tama is a great musician, we know that, but this is really a discovery for us. Also, das ist schon toll. Und sie wollte sich auch nicht irgendwie dappen lassen am Anfang, ja, aber dann war ihr klar, es ist Teil der Figur, Teil der Rolle. Sie muss es einfach auch selber machen. And Udi, it's a very complex story about the society, the community here in Israel, and we can understand, and I think it was important for you, the conflict, being an Israeli, have a passport, have all the freedom, but also to be connected with your brothers in a very different situation. I really want to try to be serious for 2 minutes. I think even you here in Germany, you can learn a lot of what we try to achieve here, because the way everyone see the other, the way you see the immigrants here, and also in Israel, the way people don't understand that Israel states really give a hard time to Palestinian citizens of Israel. It's not the Palestinians only in the West Bank. They live like 10 minutes away from Tel Aviv and their house was destroyed and all that. And we created a community that have a different language, high quality. And for me, when I met Tamer, and you know I live in a Palestinian refugee camp in the hardest place, but Tamer is, Tamer and me, 12 years, it's true brotherhood, because they remind me almost like the way the Jews were here in Europe before the war. These people who understand both cultures, that speak Hebrew and Arabic perfect, that understand the whole complexity. And this radical energy comes through hip-hop, through tech, through cinema. Also people like, you know, there are a great filmmaker, Palestinian, that also citizen of Israel, Ilya Suleiman and other. There is a language that can affect
you don't have to come and see as white man how the Palestinians do good yeah. cinema. You can learn a lot of how you can treat the refugees here as part of your community and not the other that will be nice to them. Because here either the left try to be nice to them or the right wing want to kick them out. But people don't understand that they can change this community to make it a better community, a smarter community with better art, not so full of itself. And this, I feel so privileged, and I didn't use the F word because I keep so privileged to work with Tamer and with Samar and with this gang that we create a new language. I will try to, yes, you translate know? All the beautiful things that you said, but you see it. People understood quite well. Also, er hat nochmal betont, es ist wichtig für uns auch diesen Film zu sehen, gar nicht jetzt nur um zu verstehen, darum geht es natürlich hier, wie behandelt Israel Palästinenser, die in Israel leben. Also es geht jetzt hier nicht um die Flüchtlinge, nicht um die besetzten Gebiete, sondern es geht jetzt wirklich um die israelischen Palästinenser, die einen Pass haben. Und wir können einfach viel verstehen, nämlich da, wie kann man den anderen akzeptieren, einfach als den anderen akzeptieren. Das hat er eben auch gelernt. Es ist nicht so, dass er jetzt einfach als israelischer Filmemacher darauf schaut und irgendwas über sie erzählt. Nein, er hat von ihnen wahnsinnig viel gelernt, von ihrer Energie, von ihrer Kreativität. Und es gibt ja sehr viele sehr kreative palästinensische Künstler in Israel, ist ihm auch nochmal sehr wichtig. Aber gerade wir können ihm lernen, im Umgang mit den Flüchtlingen. Es geht nicht darum, was die Linke sagt, nämlich seid nett zu denen. Es geht auch nicht darum, was die Rechte sagt, schmeißt sie alle raus. Sondern es geht darum, von ihnen zu lernen, Vielfalt zu lernen und die Gesellschaft zu verstehen. Und das ist a great message to give. Thank you so much for that. And now we have an amazing moment. You know that Tamer is a great performer. And I promise that Samar has a great voice. And they will now play here, sing for us live. Right now. Thank you so much for that. So we have a second microphone and we can't wait to hear you both. Thank you so much, whatever you do. Thank you. Can I be with Summer like there? You can. Yeah. Okay, we'll do it. Yeah. We'll do it. You ready? Excuse my Jewish friend. It's not working. Okay. So, okay, I just need your help. It doesn't matter. Come and watch the movie whenever you can. We have 5 screenings. It will be amazing if you come. Yes, so I just need your help. I want you to say Ehreg. Can you say Ehreg? Ehreg. George, you probably can say George, right? Ehreg George. It means burn it, George. When the police stop you and you have drugs, you burn the drugs, you hide the drugs, you get it Ehreg George. Let's do something illegal together. Yalla. When I go like Fi sirena. Ehreg George. Fi inena. Ehreg George. Shu sawena? Ehreg George. ما بدي مشاكل على جنب صوف ايدينا. Ehreg George. واللي بجيبنا. Ehreg George. Shu sawena? Ehreg George. No, but you need to be a bit younger. Don't look. Okay? Fi sirena. Ehreg George. Fi inena. Ehreg George. Shu sawena? Ehreg George. You look perfect up in here. Yalla. واحد اثنين الحكومة بتعملني. واحد اثنين ثلاثة كو الحكومة بتعملني طول ابوي تاريك للكوك بالارث اذا انا في المجاري واذا في جيبان دز انط على القرش بدها طق سويتش يا عرب بين دمار لدمار اليهود حمار لثمار عنا اجارب للدار عندهم جدار قبال الجار صبوا بيننا جدار 6 امتار مش اللي بين دولة لدولة بل نفس المواطنين نفس الهوية ونفس اي جو سنوب دوغ هير نفس المواطنين نفس الهوية نفس الارنونة اللي هون فراح تعيش سرات تاتا بيوت زنجل تصافة تاتا تركتوا لي خيارين يا بختم عرفوت يا بختم بالليشكا بالدخترة خيار ثالث أول رابر عربي واتش جانكشن 48 بختم عند الديسك. Thank you so much. To translate the end, he said that he's Arabic hip-hop and you have to see Junction 48. I want you to see you translating it to German now. Yes, the song was about, well, whatever. You can see the movie, also den Film kann man ja noch mehrfach sehen am Samstag, also morgen 19 Uhr am Zoopalast 1 ist er zu sehen, am Sonntag um 10 im Cinemax 7, also hier im Haus. Und es gibt noch 3 weitere Termine. Wir haben gehört, es ist eine deutsche Co-Produktion, also wird auch dieser Film ganz sicher wie andere Filme von Udi auch dann später im Kino zu sehen sein. Gehen Sie hin, lernen Sie die arabisch-israelische Hip-Hop-Community kennen. Sehr, sehr lebendig, sehr leidenschaftlich, auch eine große Liebesgeschichte und eben ein Film, der uns eine ganz andere, eine ganz neue Welt zeigt und auch eine neue Sicht von Israel präsentiert. Der Film Junction 48 von Udi Aloni mit Tamer Nafar und Samar Kupti. Thank you so much. Thank you.